Danke, Inga, auch für die Organisation dieses wunderbaren Symposiums hier. Genau, ich glaube, ich muss Sie beide gar nicht groß vorstellen. Ich möchte es aber trotzdem noch mal ganz kurz machen. Einmal Helke Misselwitz. Herzlich willkommen, Helke Misselwitz. Hat hier im Hause oder damals noch in einem anderen Gebäude, jedenfalls an der HFF Potsdam-Babelsberg, Regie studiert, arbeitete dann für das DEFA-Studio für Dokumentarfilme und engagierte sich im Verband der Film- und Fernsehschaffenden der DDR. Von 1997 bis 2014 war sie Professorin für Regie hier an der HFF und um sie nochmal mit ihren Filmen vorzustellen, würde ich Stella bitten, kurz drei Schnipsel aus Winter AD, der wahrscheinlich vielen von Ihnen und euch bekannt ist, abzuspielen. Genau. Und noch zwei kurze Ausschnitte aus Sperrmüll, der kurz danach erschienen ist. Zu erfahren, wie andere gelebt haben, wie sie leben möchten. Auf der Reise werden wir miteinander reden, auf der Arbeit oder uns zu Hause treffen, verabredet auch zufällig. Manchmal werden wir sie nur ansehen, Frauen und Mädchen in diesem Land. Und was hat Ihr Vater gesagt? Das war der älteste Sohn, der damals auf der Hochzeit hier war. Der schmeißt mich raus, wenn das normal passiert und ich verheiratet bin. Habe ich sofort den Heirat. Das heißt, Sie haben Sie aber nicht geheiratet? Nein. Schulden haben wir nicht. Und wie ist das so gegangen mit dem Namen? Haben Sie das bereut, dass Sie ihn geheiratet haben? Ja, wenn ich mir das erzählen würde, ich hatte es schwer, ja, erstens ja, weil er fremd geworden ist. Obendrein, wo ich die drei Kinder schon hatte. Da kam hier drei. Und ich stehe hier in den Nacht in der Nacht, macht er mich verrückt. So gut ist er nicht. Ich hätte einen besseren Mann sollen, er hat nicht Frau eingehauen. Ich war dann der Besuch beim Förster und ich war nicht getan. Ich dachte, da kommen wir an Dinge. Gesungen. Ich habe auch versucht, mal Musik zu studieren. Richtig professionell. Ich wollte eigentlich mal Sängerin werden, aber ich hatte eben zwei Kinder und das war das nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. Damals waren sie noch sehr klein. Naja, dann habe ich sie immer nahe getan. Dass er komponiert dann selber und schreibt auch selber Texte und alles, das braucht man einfach auch ein bisschen wirklich Zeit. Und das wird von außen stehen sowieso immer zu wenig berücksichtigt. Und die meisten sagen, naja, Musik und das ist alles hier. Dinge haben, aber das ist so leicht, das ist gar nicht so leicht, wie das immer nach außen aussieht. Das sieht dann leicht aus, wenn es fertig ist oder so, aber die Arbeit, die dahinter steckt, sehen wir die meisten gar nicht. Und
habe gesagt, ich habe es damals aufgegeben, habe sehr bereut, dass ich es aufgegeben habe im Nachhinein und wünsche mir eigentlich, dass es der andere mal nie bereut und dass er das dann wirklich schafft und mal an dem Punkt ankommt, den er sich da mal vorstellt oder wünscht, dass er nicht da gern aufhört und genauso wie ich dann mal da stehe und hinterher dann sage, ach, hätte ich doch, oder hätte das andere eben mal sein gelassen, ne? Und hätte nur mal auf mich gesehen. Also man muss sich selbst wirklich im Vordergrund stellen, um wirklich mal da professionell zu werden. Und so in deiner vorhergehenden Ehe, so, was war denn da so mit Schlimmste? Also weil du auch das so schätzt, dass dich einer verwöhnt? In der vorhergehenden Ehe? Ging es so weit, dass du, also dass du geschlagen wurdest oder so? Kam auch vor. Mhm. Und da war es eigentlich so, dass ich da ein bisschen verblendet wurde, auch mit Geld. Nicht mit Geld, sondern eben mit Sachen erstmal. Also ich meine, ich war damals auch jung, ich war 24, bin gerade 25 geworden. Habe gleich Reisen gemacht nach Bulgarien und so. Das war natürlich erstmal ein bisschen viel Sachen bekommen. Und später hat sich das dann so entwickelt, ich war dann Hausfrau, weil ich eben dachte, lass alles sein, machst nicht nochmal deine Ehe kaputt. Jetzt bist du eben wirklich mal Mutter und Frau. Hat mein Mann eigentlich, kann ich sagen, sehr verwöhnt im Haushalt. Und das ist dann eben so geblieben und ich mir geachtet war. Und da habe ich dann wieder angefangen, wie gesagt, ich habe dann im Frühstück festgearbeitet. Und da ist die Ehe dann zwar gekommen eigentlich, als ich meine Person wieder mal ein bisschen vordergründig ernst. Und dann ging es nicht mehr. Bist du traurig dann im Mund? Ja. Bin traurig, dass es so ist, dass vor diesem Mauer muss ich sagen. Und besser wäre es ohne. Denn im Grunde genommen sehe ich nur ein paar Straßen weiter, wenn man es so nimmt. Und bin doch so weit weg. Ja, herzlich willkommen, Frau Misselwitz. Helke Sander hat auch Regie studiert an der Westberliner DFFB und engagierte sich dann danach beim SDS, beziehungsweise auch gegen den SDS. Der berühmte Tomatenwurf ist gerade 50 geworden. Genau. Sie begründete den Aktionsrat zur Befreiung der Frau und verlegte von Anfang an die Zeitschrift Frauen und Film, über die wir ja in den letzten Tagen auch schon öfter gesprochen haben. Genau, und auch sie war von 1981 bis 2003 Professorin an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Auch von Ihnen habe ich ein paar Filmausschnitte mitgebracht, die ich gerne zeigen möchte und heiße Sie damit ganz herzlich willkommen. Klasse sind. These, dass Frauen eine eigene Klasse sind, ist also dermaßen unmarxistisch, also dass kein Mensch auf die Idee kommt, damit den Berliner Landesverband. Weiter wehrlos hinnehmen sollen. Eben weil wir dabei
sind, dass eine Emanzipation nur gesamtgesellschaftlich möglich ist, sind wir ja hier. Wir müssen hier nämlich mal feststellen, dass an der Gesamtgesellschaft etwas mehr Frauen als Männer beteiligt sind. Und finden es nicht unbescheiden, dass sie die sich daraus ergebenden Ansprüche auf einmal anmelden und fordern, dass sie berücksichtigt werden. Sollte dem SDS der Sprung nach vorn zu dieser Einsicht nicht gelingen, dann wären wir allerdings auf einen Machtkampf angewiesen, was eine ungeheure Energieverschwendung bedeuten würde. Denn wir würden diesen Machtkampf gewinnen, da wir historisch im Recht sind. Mann, ich möchte dieses Thema mal an einem Vorstandstisch behandelt wissen. Ich möchte die persönlichen und politischen Folgen der Vergewaltigungen herausfinden und vor allem auch, wie viele Frauen hat es betroffen. Sie sagten, im April, Mai 45 sei es sehr viel schlimmer gewesen. Was haben Sie da erlebt? Ja, ich habe den Einmarsch der Roten Armee dann erlebt in Königsberg und auch das Vorgehen der dortigen Soldaten und Offiziere. Das war massenweise Vergewaltigung. Mit Anstehen. Heißt das jeden Tag? Oder? Ja, also in der ersten Zeit jeden Tag, wo man irgendwie, wir waren ja nirgends irgendwo in Sicherheit. Es war auch niemand da, der uns beschützte. Wer uns beschützt hätte, der wäre vielleicht noch selber umgekommen. Und dann hat man sich die Leute rausgeholt. Mich, meine Mutter, andere Frauen und Mädchen. Naja, und dann wurde über einen hergefallen. Nicht? Was heißt mit Anstehen? Ja, dass der eine den anderen schon am Gürtel packt und sagt, du machst Schluss, ich will auch. Und da standen manchmal so 5, 6 Leute hintereinander. Also von Intimbereich keine Rede. Und man stuft dann ab. Man lässt das irgendwo über sich ergehen. Wie lange ging das so? Das ging so etwa 2 Wochen lang. Mit unterschiedlicher Intensität. Und danach hörte das dann eigentlich auf. Also, Luzi, ich muss Ihnen als Äffin noch etwas sagen, was Sie als Äffin wirklich ziemlich gut verstehen werden, glaube ich. Wenn man ein Kind hat, ja, und es ist noch klein und es wird größer, aber man hat es ja dann so im Arm und dann guckt man es so an sich. Das ist auch eine Art von erotischer Liebe. Das ist nicht unbedingt, das hat nichts mit Sexualität zu tun oder doch irgendwo schon ein bisschen. Ich glaube, dass dieses Kind, was ich gehabt habe und auch das Kind, was ich war bei meiner Mutter, die das gerne gespielt hat, ja, gerne. Wir haben so schön zusammen gebadet und so schön zusammen geknuddelt und das habe ich meiner Tochter auch gerne gemacht. Irgendwie lernt man, glaube ich, dabei auch dann die Liebe, die dann später mit einem Mann passiert oder mit einer Frau, so richtig auch spielen können. Ja? Denn Liebe ist ja auch eine Erfindung immer. Die Berührung muss erfunden werden und sie muss geübt werden. Das sind so Einübungen, wie auf dem Theater. Man muss das einstudieren irgendwo, muss es mal ausprobiert haben. Und das ist ganz wichtig. Aber es ist auch schön, wenn man eben eine Weile einen Mann so wahnsinnig gerne umarmt hat. Und dann hat man dieses Kind, wo man weiß, gut, das ist irgendwo, ist das ich, aber es ist auch was von dem drin. Und das umarmt man jetzt wieder. Und damit spielt man wieder. Ja? Und dann, wenn ich jetzt weiß, also eines Tages bin ich nicht mehr da und diese Hälfte von mir ist aber noch in diesem Mädchen weiter. Und das wird jetzt wieder was umarmen. Ist doch eine schöne Vorstellung. Ja? Eine sehr epische Vorstellung. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen, Helke Sander. Ich bitte Sie beide nach vorne. Ist jetzt keine Kaffeepause? Ich habe einen riesigen Stapel Fragen dabei, möchte die
Diskussion aber auch sehr gerne fürs Publikum öffnen und bitte Sie und euch, sich einfach zu melden, wenn eine Frage da ist. Meine erste Frage, wann auch immer. Ich würde aber mal anfangen. Herr Kemisselwitz, sehen Sie Unterschiede zwischen Produktionsbedingungen in Ost und West? Sie haben ja nun lange in der DDR Filme produziert, aber eben auch nach der Wiedervereinigung. Wie war es während der DDR-Zeit auch als Frau zu produzieren und wie war es danach? Oh, das ist ein weites Feld. Man konnte ja nur Filme machen. Das heißt, natürlich gab es auch eine Möglichkeit, gewissermaßen im Untergrund zu arbeiten, indem man, also 8mm Material konnte man kaufen. Und es gab ja da auch eine Bewegung. Also vor allen Dingen Künstlerinnen und Künstler sind mit diesem Material umgegangen. Aber wenn man wirklich Filme fürs Kino machen wollte oder fürs Fernsehen, musste man diesen Weg gehen über die Filmhochschule. Und das ging auch nur, wenn eine Einrichtung delegiert hat, also entweder Spielfilm, Docfilm, DEFA oder Armeefilmstudio, glaube ich auch, ja, war auch mit dabei, oder das Fernsehen. Und ich kam vom Fernsehen, ich habe dort jahrelang als Regieassistentin gearbeitet, habe sehr viele Aufträge erfüllt, habe das mit Vergnügen auch gemacht, weil ich habe sehr viel dabei gelernt, aber irgendwie waren die Grenzen nicht mehr überwindbar und die wöchentliche Argumentation, die hielt man für verrückt, die wechselnde Argumentation, also was diese Woche gezeigt werden darf und nächste Woche, ich habe da im publizistischen Bereich im Jugendfernsehen gearbeitet. Und ja, dann bin ich zum Studium und das war eine Befreiung für mich an der Filmhochschule, weil ich konnte das erste Mal ich sagen und ich konnte wählen, worüber ich einen Film mache. Und das habe ich reichlich genutzt. Und als ich fertig war, war ich 35 Jahre alt, also ich war schon 31, als ich zum Studium nach Babelsberg kam. Und hätte eigentlich wieder in das Fernsehen zurückgemusst, aber alles bei allen, denen ich vorsprach, fand ich keine Tür, die sich öffnete, also was ich machen wollte. Ich sollte dann irgendwie ein Pioniermagazin machen. Und da habe ich gesagt, nee, da bin ich irgendwie zu alt, um ein Halstuch zu tragen, das mache ich nicht. Und habe mich, wie man so schön sagt, freigesetzt. Das heißt, ich hatte keine Arbeit. Also man war, wenn man studiert hat, abgesichert, total abgesichert. Die ganze Zeit wurde man natürlich auch, man wusste, die ist da und da und die macht das und das. Man hat die Leute beobachtet und dadurch wurde natürlich auch sehr viel Mittelmaß ausgebildet. Man war sich dessen bewusst, also man hat seine Arbeit, man wird auf alle Fälle weiterleben, Geld verdienen und was machen. Aber man hatte keine Chance, irgendwie zu wechseln. Also in etwa, also man, es wurde nicht war also nicht irgendwie drin, dass man sich vielleicht, dass man vielleicht sich entdeckt und vielleicht für was anderes arbeitet. Also vielleicht doch für das Kino und nicht nur für das Fernsehen. Also das war nicht möglich. Und ich habe mich, wie man so schön sagt, freigesetzt. Ich habe dann ein Jahr lang gejobbt in der Metropa in Lichtenberg und in der Galerie Sophienstraße Nummer 8. Das war eine ganz berühmte Galerie in Ost-Berlin, die vorwiegend Fotografien aus der DDR ausgestellt hat. Es war überhaupt keine vertane Zeit. Ich habe sehr viel, ich habe Menschen, tolle Fotografinnen kennengelernt und Fotografen. Und habe gearbeitet und habe das Leben von ganz unten erfahren in dieser Zeit und habe erfahren, wie das ist, wenn man Geschirr abräumt und Geschirr abwäscht, dass man, wenn man dann von der Nachtschicht kommt, das Kind dann noch zur Schule bringt, wie das dann ist am nächsten Morgen, dass die Frauen sich dann abends, wenn man sie wieder trifft, die dort beständig arbeiteten, die Küchenfrauen, dass die vormittags dann nur irgendwelche Serien im Fernsehen gucken und leichte Kost, dass man dann gar nichts anderes konsumieren kann, wenn man irgendwie so fertig ist. Also es waren ganz, ganz
wichtige Zeit für mich. Und die einzige Tür, die sich dann öffnete, war im Dokumentarfilmstudio. Da gab es eine Gruppe, die nannte sich Kinobox. Es war so eine Art Auffangbecken für alle, die irgendwo nicht mehr dahin zurück wollten, in die Institution, die sie delegiert hatte. Und da fing ich so an, 3-4 Minuten Filme zu machen, 35 Millimeter. Und dann habe ich einmal einen Beitrag, also ich kann das jetzt nur so über Filmbeispiele jetzt auch benennen, und habe dann einen Film gemacht zu 35 Jahre DDR. Der wurde noch gesucht, ich saß am Kantinentisch, es fehlte irgendwie in einem Magazin so einen Beitrag, und habe gesagt, ich würde sofort was machen, der ist auch ganz billig, ich würde gerne mir eine Frau suchen, die 49 geboren wurde, 35 Fotos aus ihrem Leben nehmen. Sie erzählt mir ihr Leben und in 3,5 Minuten. Und da habe ich 2-3 Frauen von diesem Jahrgang und einer Schule kennengelernt, habe mich für eine entschieden, bin nach Marzahn, habe dort ein Gespräch geführt. Und diese 3,5 Minuten waren fertig und hatte ungefähr 3 Stunden Diskussion mit dem Studiodirektor über dieses Porträt, dieses kurze Porträt. Das hat ihn sehr traurig gestimmt. Die Frau war geschieden, nachdem der Mann sich 2-mal qualifiziert hatte und er sie dann verlassen hat und nicht mehr wollte. Sie saß da mit den Kindern und ich sage, ich finde es aber gut, weil sie hat erkannt, dass sie irgendwie sich aufgegeben hat. So, und das steht ja am Ende. Und ihr ist bewusst geworden, dass man sich nicht aufgibt, auch wenn man mit jemandem zusammen liebt, sondern dass man also weiter auch für sich lebt. Und es war nicht drin, dass es wurde dann erst ein Jahr später, kam es irgendwie veröffentlicht. Aber er hat gesagt, ich hätte Ahnung von Frauen und ich sollte doch einen Film, könnte doch einen Film mal einreichen, einen längeren. Und ja, und so entstand, kam es dann zu Winter.at. So. Und was sehr, sehr ungewöhnlich war, weil ich ja nicht fest angestellt war und freischaffend da gearbeitet habe. Ja, so ist das entstanden. So waren die Produktionsbedingungen. Und nach diesem Film, ich habe 3 Jahre an dem Film gearbeitet, dann wurde ich fest angestellt. Das war 1988. Und 1989, genau am 9. November, war ich in den USA mit Winter.at und wusste genau, das Erste, was ich sagte, war, jetzt wäre ich wieder freischaffend. Und da habe ich ja Erfahrung darin. So, und dass man um etwas sich bemühen muss und um etwas auch kämpfen muss und manchmal auch listig sein muss, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, das ist das, was wir heute alle machen müssen, wenn sie denn frei produzieren. Oder? Als Frauen oder? Als Dokumentarfilm? Nee, also, ich glaube alle, also ohne Unterschied, denke ich schon. So erst zunächst mal. Ne? Also. Es ist immer schwierig, wenn man dann so Ausschnitte sieht, weil die Tendenz dann sofort irgendwie entstehen könnte, dass Winter.at etwas ist, was sich gegen die Männer richtet, aber Feminismus meint ja, richtet sich ja gegen patriarchalische Gesellschaftsstrukturen. Mhm. Ne? Und das wird natürlich in so verknappten Ausschnitten nicht unbedingt deutlich, weil das ist ja in einem ganz anderen Kontext stehen ja diese einzelnen Frauenporträts und diese Aussagen und das wurde da dann auch letztendlich dann auch, wenn es natürlich dann so auch gesehen wurde, in diesen Zusammenhängen dann auch so verstanden. Wie war es für Sie, Frau Sander, im Westen? Ich kann das unterstreichen, was Alter gesagt hat. Engagierte Filme zu machen, das war immer für alle erstmal nicht unbedingt einfach. Und Frauen, soweit es schon welche gab in den 60er Jahren, das war ja nur eine Handvoll überhaupt, ja, die sich dann auch untereinander allmählich kennenlernten und auszutauschen anfingen.
Es gab ja auch noch keine Filmförderung. Im Prinzip konnten wir ja machen, was wir wollten, also wenn wir konnten. Aber das Geld zu finden war ja nicht möglich. Also das gab es praktisch noch nicht. Also wir mussten nirgendwohin delegiert werden, aber wir mussten trotzdem auch das Geld finden. Und darum hatten wir wahrscheinlich alle, also nicht die gleichen Schwierigkeiten, aber trotzdem alle viele Probleme, die man nur mit eiserner Gesundheit überwinden konnte und wie du schon gesagt hast, mit Tricks und Lügen und weiß ich was. Ja, ja, noch was dazu? Nee. Es reicht eigentlich, also die allgemeinen Bedingungen sind immer schwierig und die sind heute auch schwierig auf andere Weise. Das ändert sich immer. Also darüber muss man, glaube ich, gar nicht so furchtbar lange sprechen. Ja, ich finde es trotzdem spannend, von Ihnen beiden zu hören. Sie haben einfach jahrzehntelang Filme gemacht und machen vielleicht. Ich kann vielleicht noch eine Anekdote erzählen, die vielleicht interessant ist. Ich war 66, bin ich auf die Filmakademie gekommen, aber ich kam damals ja schon aus Finnland und da habe ich schon im Fernsehen gearbeitet und vorher noch im Theater als Regisseurin. Und es war mir aber alles zu knapp und die Probenzeiten, das gefiel mir alles nicht. Und als ich dann dachte, ich will Filme machen und nicht Fernsehen oder da stellte ich mir unter einer Akademie eben so was Zauberhaftes vor wie Sokrates, der alles Mögliche ausprobiert und ohne Sinn jetzt an Karriere oder an Geld, sondern dass man einfach ausprobiert. Und jedenfalls habe ich aber auch, weil ich zum Beispiel die ganze Zeit auch voll gearbeitet habe, weil wir kriegten ja alle keine Stipendien, habe ich mich beim SFB, also damals Senderfreies Berlin, bemüht und ich wollte gerne einen Film über die Mauer machen, weil die Mauer war damals unglaublich interessant, vom Westen aus gesehen auch. Es gab zum Beispiel von beiden Seiten aus gab es diese großen Plakate, also der Westen, der argumentierte immer mit Rosa Luxemburg und der Freiheit der Andersdenkenden und vom Osten kamen irgendwelche anderen Propagandaplakate. Und diejenigen, die das aufhingen, die gingen also immer in gegensätzliche Richtungen, damit sie sich nicht gewissermaßen parallel treffen und da die Plakate aufheben, sondern es ging immer, die einen liefen linksrum, die anderen rechtsrum. Und ich fand das so komisch, also so viele Sachen gab es da, die waren echt komisch, weil zum Beispiel in Neukölln, da gab es so eine kleine Übergangsstelle und da hatten tatsächlich auf der Mauer waren eingemauert so eine Art Blumentopf, wo Geranien rauskamen. Und, und darüber habe ich so drei Kurzfilme über die Mauer, alle sehr anders und sehr interessant. Aber die wurden alle nicht gezeigt, ja, weil ja, das schickte sich einfach nicht, auch die komischen Seiten da herauszuarbeiten von der Mauer. Ja, trotzdem nochmal meine Frage, Produktionsbedingungen in den 70er und 80er Jahren und heute oder in den Nullerjahren, was hat sich für Sie geändert? Oder hat sich was geändert? Ist es immer noch genauso schwierig? Ja, würde ich sagen, zum Beispiel, was hier der Veranstaltung den Namen gegeben hat, Mainstream. Ich habe hier mal einen Film gemacht, mitten im Mainstream, Richtungsstreits in der neuen Frauenbewegung. Und da habe ich überhaupt keine Förderung bekommen, also weder vom Fernsehen noch von irgendeiner Filmförderung. Und zwar von ungefähr 8 Fernsehanstalten, wo ich das eingegeben hatte. Und das ist doch jetzt mega out, dieses Thema, und das interessiert keinen mehr und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe den selber produziert, immer wenn ich wieder ein bisschen Geld hatte, dann habe ich wieder was weitermachen können. Darum ist der auch zum Beispiel jetzt visuell nicht so unglaublich aufregend, aber ich habe versucht, so alte Stücke von anderen Filmemacherinnen, die also auch seit den 60ern irgendwas gedreht hatten, sei es auf Super 8 oder High 8 oder als dann die ersten Videos kamen. Ich habe versucht, das zu finden, weil manche wurden ja auch gar keine
Regisseurin, sondern die hatten ihre Sachen dann irgendwie unterm Bett stehen, noch eine Kiste oder nur eine Rolle mit Film. Also das alles zu finden, und ich dachte, das sei mal wichtig, das aufzubewahren, weil in den Archiven sind wir eben auch nicht besonders gut vertreten. Und insofern, also war das, die Geldbesorgung immer schlimm, und so, unter anderem auch schon deswegen, weil in den, also die, ohne Fernsehanstalten ging ja praktisch nichts. Die haben sich immer beteiligt, wenn sie sich überhaupt beteiligt hatten. Aber die hatten in den Richtlinien eben stehen, dass Ehe und Familie geschützt werden müssen und nicht angegriffen werden müssen. Das war aber genau das Thema, womit sich viele Frauen befassten. Also die das, also diese alten Formen in Frage stellten und so weiter. Und also insofern ist meine Produktionsgeschichte, kann ich so ungefähr sagen, 1:6. Also für ein, also 6 Sachen sind abgelehnt worden und 1 konnte ich machen, die aber immer alle schon weit ausgearbeitet waren. So ungefähr spielte sich das ab. Also ich stelle mich jetzt genauso an wie alle Absolventinnen und Absolventen, die ich begleitet habe ein Stück auf ihrem Weg, bevor sie rausgegangen sind, und stelle halt fest, dass viele von denen ich wirklich erwartet habe, dass sie die Leinwände füllen mit ihrer Fantasie und ihren Ideen, und dass da nichts kommt. Also nicht, dass da nichts da ist, sondern dass sie es nicht schaffen. Also wie schwierig das ist. Also natürlich muss man auch sagen, es ist durch die vielen allein staatlichen Filmhochschulen, die wir haben, hier ist natürlich, gibt es sehr viele, und alle, die meisten möchten natürlich dann auch Filme machen, und die wenigsten geben frühzeitig auf und müssen sich ernähren mit, was weiß ich was, also irgendwie über Wasser halten. Sie müssen ihre Miete bezahlen, und ja, es ist nicht einfacher geworden, auf gar keinen Fall. Und sie, wenn man, und dann kommt halt hinzu, das meine ich auch mit dem, wo ich erwartet habe, dass es wirklich auch eine Formenvielfalt geben kann, weil ich habe immer mir gewünscht, dass das, also, oder habe zumindest es versucht immer zu ermöglichen, dass sie frei sein können in dem, was sie denken und wie sie erzählen, die Studentinnen und Studenten. Und dann halt festgestellt, dass dann doch diejenigen, die schon während des Studiums stromlinienförmig gearbeitet haben oder schon mit dem Gedanken, dann danach auch wirklich sich irgendwo sofort reinpassen zu können, dass denen ist es gelungen und den anderen leider nicht, also oder in den wenigsten Fällen. Was mir bei beiden oder bei ihren Werken jeweils auffällt, ist, dass sie sowohl im Spiel als auch im Dokumentarfilm ganz oft ihre Autobiografie einarbeiten. Was ich für die Filme immer als sehr bereichernd empfinde und mich gefragt habe, ob das auch was ist, was besonders auf Filme mit feministischen Tendenzen oder Eigenschaften zutrifft. Und ob sie das auch bewusst vor diesem Hintergrund gemacht haben. Genau. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das eigentlich nur bei dem einen Film gemacht, beim subjektiven Faktor. Und nicht bei anderen. Möglicherweise scheint es so, weil ich so bestimmte Sachen behandelt habe, die auch andere kennen, also andere Frauen kennen. Und also bei Redopers zum Beispiel, da ging es mir eigentlich nicht in erster Linie um eine Frau, sondern da wollte ich zeigen, also wie viel in einen Tag passt, ja, also was, wie viel unterschiedliche Sachen und Möglichkeiten und Verbindlichkeiten und was alles
gemacht werden muss. Also wenn die Frau, die ist Fotografin, die muss für Geld arbeiten, die ist Mutter, die ist Geliebte, die ist, die hat ein künstlerisches Projekt und so weiter und so weiter. Also die muss sehen, was passt alles in einen Tag. Das könnte man auch am Mann abhandeln. Aber bei Frauen mit Kindern ist das meistens noch mal einen Zacken schärfer ausgeprägt. Also so, in dem Sinn ist das autobiografisch, aber nicht jetzt also im rein persönlichen Sinn. Ja, ich habe ja... Hallo, ich würde gerne, wo wir bei dem Thema Kinder sind, schon mal eine Frage stellen. Und zwar... haben wir ganz tolle Beispiele an wirklich unglaublich großartigen weiblichen Filmemacherinnen. Und ich habe mich gefragt, wie viele haben denn davon Kinder? Also ist dieser Job, der nicht sowieso schon anscheinend unter unglaublichen Voraussetzungen nur zu erfüllen ist oder erfolgreich ist, überhaupt machbar als Mutter? Ja. Ich kann nur das mit Ja beantworten. Unter Verlusten, also ich glaube für die Kinder, ich weiß, wenn ich heute darüber nachdenke, weiß ich manchmal auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich möchte es nicht missen. Es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, die ich unbedingt machen wollte, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich habe vorher zweimal einen Schwangerschaftsabbruch gemacht und beim dritten Mal habe ich gesagt, es war immer mit demselben Mann, der keine Kinder mehr wollte. Er hatte schon welche. Aber ich wollte gerne diese Erfahrung machen und hab dieses Kind auf die Welt gebracht und dann haben wir zusammen studiert. Also und die Kommilitonin und Freundin dann, die zu mir zur Freundin wurde, Petra Tschörtner, wir waren zwei Frauen in dieser Klasse, sie die Jüngste, ich die Älteste, sie bekam dann auch ein Kind. Ja, und wir haben uns natürlich unterstützt und hier im Internat war das einfach. Man hat zusammen gelebt mit der Seminargruppe oder mit auch aus höheren Studienjahren und man hatte sogar Kinderzimmer da und zu zweit in einer Villa gelebt, in einem Raum. Später wurde es dann kompliziert, als Kinder zur Schule kamen und ja, man allein war und wenn dann das Kind dann manchmal abends auf dem Balkon stand und runtergeschrien hat, wenn man zur Arbeit ging, also die Nachtschicht, meine Freundin, die Gudrun Plener, Gudrun Steinbrück, die Schnittmeisterin, die auch Kinder hatte, wir haben nachts zusammengearbeitet und haben früh morgens unsere Kinder dann zur Schule gebracht und dann haben wir uns hingelegt, sie war auch freischaffend, also wir kriegten nur nachts einen Schneidetisch. Und ja, das Gewissen hat einen schon auch zu schaffen gemacht. Aber auf der anderen Seite gab es wirklich, also ich hab den Kindergärten auch vertraut und man hat die ja auch kennengelernt. Man konnte ja auch da reingehen und man konnte erfahren, wie die mit den Kindern umgehen. Und also das war schon was ganz Wichtiges, dass man wusste, man hat Anspruch darauf. Also es war überhaupt keine Diskussion, dass man keinen Kindergartenplatz oder irgendeine Wartezeit hätte auf einen Kindergarten. Also das war schon alles möglich. Und wie man, ja, dann waren die Großeltern, dann sind die Kinder dann manchmal wochenlang woanders zur Schule gegangen und oder Freunde kamen und ja, man hat es letztendlich geschafft. Also ich kann nur sagen, ja, es ist möglich. Nochmal zu eben zurück unter dieser Prämisse, das Private ist politisch. Ja. Wie wichtig war es für Sie, Ihre Biografie in Ihren Filmen unterzubringen? Ich sagte ja schon eingangs, dass es wie befreiend es war, ich zu sagen, also zu bestimmen, worüber ich erzähle und wie ich es erzähle.
und dann auch zum Subjekt zu werden. So, also mich zu sehen als jemand, der Erfahrungen macht, die ich mit anderen teile. Und ich mache andere Erfahrungen, als Männer sie machen. Das hat biologische Gründe und das hat historische Gründe. Und dass es wichtig ist, dass man diese Erfahrungen, die man mit anderen macht, dass man die öffentlich macht, dass man die weitergibt. So. Und das war ja nicht nur in Winter AD, das fing ja dann auch schon an, also selbst in den kleinen Filmen oder die ich dann so Kurzfilm machte, so piratenhaft aus diesen Kinobox-Beiträgen. Also gut, da war ich es nicht, da sagte es jemand anders, wie Gundula Schulze, die Fotografin, die also über die weibliche Aktfotografie spricht. Und aber dann im Tango-Traum bin ich es ja selbst auch, die Frau, die wissen will, wie das da ist, also ob man diese Erfahrung eines Tangos hier leben kann oder nicht. Und also dieses sich, da habe ich noch in der dritten Person von mir gesprochen, aber dann vor allen Dingen bei Winter AD war es... Bei Winter AD war es natürlich ganz wichtig, dass ich am Anfang nur kurz erzähle, wo ich herkomme, wie ich aufgewachsen bin, weil das habe ich ja bei allen meinen Begegnungen mit den Frauen, die im Film zu sehen sind, habe ich das ja auch gemacht, wenn ich sie zu Hause aufgesucht habe. Ich habe natürlich zunächst von mir erzählt und sehr viel von mir erzählt. Also ich habe, wenn ich erwarte, dass sie mir etwas aus ihrem Leben erzählen, muss ich natürlich mich vorstellen und muss versuchen, genauso aufrichtig ihnen gegenüber zu sein, wie sie dann auch zu mir. Und es ist einfach fair, dass man ich sagt und sagt, wo man herkommt und wer man ist. Also nicht in der Ausführlichkeit wie dann da, aber das halte ich für ganz wichtig. Wir haben eben schon das Thema Mutterschaft angesprochen, Frau Sander. Mich hat nochmal ja auch ein bisschen kalt erwischt, die Tatsache, dass eigentlich die ersten Frauen, die sich für die Frauenbewegung stark gemacht haben oder sie auch in der Bundesrepublik gegründet haben, Mütter waren und eben auch die Kinderfrage in den Vordergrund gestellt haben, was sehr schnell wieder vergessen wurde. Was glauben Sie, warum ist das so? Warum ist es bis heute so, dass dieses Thema auch vom Feminismus häufig übergangen wird? Das ist schwierig zu beantworten, weil ist auch für mich schwierig zu beantworten, weil ich als Künstlerin, da habe ich mich für alles Mögliche interessiert und als Bürgerin habe ich auch versucht, mich zu, meine eigene Situation auch zu verbessern. Also ich gehörte ja mit zu den Begründerinnen vom Aktionsrat zur Befreiung der Frauen in Berlin. 1968 fing das an und wir haben ja die Kinderläden erfunden. Die Frauen wollten das nicht, um unbedingt wir waren gar nicht so erpicht auf das Anti-Autoritäre, sondern wir wollten uns gegenseitig unterstützen, weil bei uns gab es eben viel zu wenig Kindergärten. Oft gab es 20, 25 Kinder auf eine Person, die betreute. Und die konnte nur unglaublich rigide mit allen handeln, weil sonst kam sie gar nicht irgendwie, sonst gab es Mord und Totschlag. Also wenn die auf den Topf mussten, dann wurden sie angebunden zum Teil, ja, die Kinder. Und das war immer eine Frage, die mich immer sehr beschäftigt hat und die auch zum Teil in den Filmen vorkommt. Aber ich kann das jetzt, das dann später auch in der Frauenbewegung sich nicht durchgesetzt hat, was ja dann auch später als nach der Wende, als die DDR und die westdeutschen Frauen
sich auseinandergesetzt haben. Das war ja offenbar immer ein großer Punkt für schwierige Auseinandersetzungen, weil die DDR-Frauen, die hatten eigentlich viel bessere Möglichkeiten. Also erstmal, je mehr Kinder, desto bessere Möglichkeiten hatten sie eigentlich. Es gab Kindergärten, es gab alles das, sie konnten arbeiten. Und während es in Westdeutschland ja so war, dass im erst 1976 dieser Paragraph 1356 fiel, der besagte, dass Frauen die Erlaubnis eines Mannes haben musste, um überhaupt arbeiten gehen zu können oder ein Bankkonto zu eröffnen. 76 oder 7, ja, also 76, ich meine 76, aber es kann auch 77 sein. Und also da gab es große Unterschiede zwischen beiden und beiden Verhältnissen, und die Frauen in der DDR haben von der Wende erstmal am wenigsten gehabt, das muss man einfach so sagen, weil die haben alles das, was vorher das denen erleichtert hatte, wurde dann eher zurückgenommen. Und was wollte ich jetzt sagen, was das mit den Filmen zu tun hat? Nee, überhaupt, ja, also so allgemein, also einfach die Frauenbewegung fing zwar mit den Müttern an und mit den Kinderläden, aber die erweiterte sich dann auf alle anderen Fragen ja ganz schnell. Und nach dieser sogenannten Tomatenrede wurden ja in allen Universitätsstädten Frauengruppen gegründet, und die waren dann schon meistens viel jünger, das waren hauptsächlich Studentinnen und kinderlose Studentinnen, die auch, was man nicht vergessen darf, die Pille kam ja gewissermaßen ins Leben hinein. Damals zwar noch unter vielen Auflagen, also eigentlich durfte die nur an verheiratete Frauen abgegeben werden. Es stimmte, also wenn man wusste wie, dann ging das aber auch anders. Und insofern hatten diese ganzen jungen Frauen, die jetzt Frauengruppen gründeten, die hatten andere Probleme als die ersten Mütter, die gewissermaßen das alles angefangen hatten und daraus sich das andere weiterentwickelt hatte. Und also die haben einfach thematisiert, was ihnen jetzt am nächsten war, also Probleme in der Hochschule, in den Universitäten, also dass zum Beispiel niemand was wusste über frühere Frauenbewegungen. Das, im Westen wussten wir das nicht. In der DDR hatte man Bibel zumindest gelesen. Ja. Und auch wenn uns das alles dann nicht befriedigt hat und wir daran weitergearbeitet haben, aber es wurde dann einfach auch über die Inhalte, was in den Universitäten vermittelt wurde, darüber wurde dann diskutiert und es kamen neue Inhalte dazu. Die auch die Lage der Frauen thematisierten in allen möglichen verschiedenen, auf allen Gebieten. Und insofern hatte das hauptsächlich darin die Begründung. Und die Studentenbewegung war natürlich unglaublich heterogen. Also es gab nicht die Studenten, das muss ich immer wieder betonen, das wird oft so vereinfacht dargestellt. Und irgendwann war es dann, am Anfang waren alle ganz neugierig und die haben sich zusammengefunden und in Gruppen zusammengefunden, weil sie gemeinsame Fragen hatten, die aber sehr unterschiedlich sein konnten. Und schon 69 war das alles viel zu kompliziert und die Gruppen gründeten sich, um irgendwelche Antworten zu finden meistens. Und dann gab es eben, dann gab es die RAF, dann gab es die ganzen ML-Gruppen, die AO-Aufbauorganisationen der Kommunisten und so weiter. Und dann gab es die Urschreigruppen, die Sanyasins, die Esoteriker jeder Couleur. Also es gab unglaublich viele unterschiedliche kleine sektiererhaften Sachen auch, ja. Und aber auch ganz tolle Sachen. Also die Frauen haben dann, am Anfang waren wir alle unglaublich interessiert an Theorie und wir wollten einfach weg vom Nebenwiderspruch und wollten, dass wir uns damit befassen, also die theoretischen Kenntnisse erweitern. Und dann kippte das dann alles bald in die Praxis um. Es wurde, was auch gut war, aber was dann auch diese theoretischen Fragen nicht mehr so hochkommen ließ, weil ja unglaublich viel
gegründet wurde, also Frauenverlage, Kneipen, Theater, Frauenhäuser gegen sexuelle Gewalt und also unglaublich viele unterschiedliche Sachen wurden gegründet, die auch wirklich das Bild des, also auf der Straße verändert hat. Männer wurden mit Kinderwagen gesehen und was vorher einfach vollkommen unmöglich war, ja, das gab es einfach nicht und so weiter. Also das können Sie alles auch nachlesen. Ich habe nach 50 Jahren eine Rede gehalten, jetzt nach dieser Tomatenrede noch eine. Und die kommt jetzt auch demnächst irgendwann rauf, da steht das dann alles drin. Sie haben es gerade schon auch angesprochen, die Unterschiede in Ost-West, was für Frauen die Vereinbarkeit von Lohnarbeit und Pflegearbeit angeht. Auch ich habe den Eindruck, gerade wenn man Ihre Filme sieht, dass da für vieles einfach gesorgt war. Und habe mich gefragt, ob die Filme, die ich kenne aus der ehemaligen DDR, auch deswegen vielleicht weniger kritisch sind, auch was die Frauenfrage oft angeht, als ich das in westdeutschen Produktionen beobachtet habe. Wie sehen Sie das? Ja, mehr sicher ist das ein Grund. Ich meine, Helge Sander hat es schon erwähnt, also was es, wie die Gesetzeslage war, also erschreckend eigentlich im Vergleich dann zur DDR. Also die war ja schon 1946 und in der ersten Verfassung der DDR ja auch schon festgeschrieben und dann folgten mehrere Gesetzgebungen mit Mütterschutz und gleicher Lohn. Ob das dann wirklich in der Praxis auch so war, das steht auf einem zweiten Papier, also Anspruch und Wirklichkeit, da klafft es doch. Auf der anderen Seite sage ich auch immer, also in diesen 40 Jahren, da, also das eine ist das Gesetz und das andere ist die Durchführung. Und wenn natürlich dann in den leitenden Positionen, die ja bis 90% von Männern besetzt waren, und wenn dann diese alten Denkstrukturen da sind und verkrustet sind und da passiert natürlich dann auch nicht viel und auch nicht mehr viel in der Wahrnehmung, in der Bildung schon gar nicht. Und das war halt dann der Widerspruch zwischen dem Anspruch und der Realität. Aber letztendlich hat man sich erstmal darum gar keinen Kopf machen müssen. Also wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann weiß ich, dass dieses Kind wird auch von anderen mit versorgt und erzogen und wächst auf. Also das war jetzt keine Frage in meiner Lebensplanung. Ne? Das war eher eine Auseinandersetzung dann innerhalb dieser Beziehung, die man hatte, ob man jetzt ein Kind wollte oder nicht. Und viele hatten ja auch so Vorteile, indem sie Kinder bekam, also je mehr, umso besser war das dann. Ne? Und was heißt auch für eine Frau eine Karriereplanung in der DDR? Also man wusste, man kommt sowieso nicht über irgendwie einen gewissen Level hinaus dann. Und also sowohl in seiner persönlichen Entwicklung, also auch dann über die Grenzen des Landes, wie auch immer, war ja sowieso alles ziemlich begrenzt und eingeschränkt. Aber gleichzeitig, man hat sich auch eingerichtet darin. So. Und gewissermaßen wurden ja alle auch, sage ich mal, unterdrückt, ne, in diesem gesellschaftlichen System. So. Aber man, diejenigen, die darüber mit zu entscheiden hatten, also welche Bilder auch transportiert werden und gezeigt werden, die gehörten dann zu der Spezies, die halt sehr viel zu verlieren hatten. Also sie hatten Vorrechte zu verlieren. Das war und dagegen, das konnte man natürlich nicht hinnehmen, das konnte man nicht annehmen. Also das ist eine komplizierte Geschichte. Ich weiß noch, dass ich um diesen Film Winter AD zu machen,
Im DEFA-Dokumentarfilmstudio gab es bis auf eine Ausnahme, und das war aber nur vorübergehend, weil der Gruppenleiter irgendwie zur Weiterbildung war, war eine Dramaturgin, eine der sehr, sehr wichtigsten Dramaturgin, Christiane Hein, Gruppenleiterin, und dann wurde sie wieder, als er zurückkam, war sie nicht mehr die Gruppenleiterin, sondern wieder einfache Dramaturgin. Ansonsten waren nur Männer bis hoch zum Filmminister, die was zu entscheiden hatten. Und ich habe ungefähr, ich habe sie mit sechs Exposés geschrieben, um diesen Film realisieren zu können, also oder überhaupt eine Produktionsfreigabe zu erreichen. Und hatte aber habe natürlich die Struktur vorgegeben, also was an episodischen oder Porträts und wie überhaupt das Reisemotiv und weshalb, warum. Und habe nur immer so Ausschnitte oder Porträts, Fragmente von Frauen, die ich schon mal kennengelernt hatte, mit denen ich Gespräche geführt habe, habe ich da so eingebaut. Wusste aber, dass ich für den Film alle, also neue Begegnungen suche. Und da merkte ich immer, sie waren nie zufrieden, also, und das waren vor allen Dingen immer diese Porträts. Also jeder vermisste irgendwie seine Art Traumfrau. Bis ich wirklich beim sechsten Versuch habe ich eine erfunden. Also und zwar eine, die, also ich habe mich nicht so allzu sehr verbogen. Also das Leben war widersprüchlich, es gab Konflikte, aber irgendwie war sie dann einsichtig und so am Ende. Und und dann auf einmal war die Produktionsfreigabe. Das heißt aber, ich musste dann erst noch eine Pilotstudie drehen und kann die auch Gespräche führen, ja. So, das kam dann auch noch hinzu, aber das waren halt die Leute, die über die Filme auch zu entscheiden hatten. Ja, so. Mir fällt dabei was ein, kann ich das mal erzählen? Ja. Ins Mikro gerne. Also diese Unterschiede in der Wahrnehmung, da finde ich diesen Film Eine Legende von Paul und Paula unglaublich interessant. Also ich habe ja Frauen und Film 1974 gegründet, das war die zweite Nummer, da haben wir nur über diesen Film gesprochen, weil die Feministinnen in Westdeutschland, wir haben den überhaupt nicht leiden können, den Film. Ja. Und Angela Merkels Lieblingsfilm ist das nach wie vor. Aber was da passierte, dass die Frau... Die kriegt ein Kind, obwohl ihr gesagt wird, wenn sie noch ein drittes Kind wird, wird sie sterben. Und sie liebt ihn nun so leidenschaftlich, dass sie lieber stirbt. Und da dachten wir, also das ist ja nun vollkommen wahnsinnig. Ja? Also, dass die, und das wird dann auch noch so unglaublich willkommen geheißen. Ja? Also die stirbt dann eben, wenn sie noch ein drittes Kind will, weil sie den Mann so liebt. Und der Mann liebt sie so, dass er mit der Axt in ihre Tür will. Ja? Und das wäre heute ein Verbrechen, Straftatbestand. Also man kann das ja auch, sie hatte praktisch keine Chance, um Nein zu sagen. Und der musste da dieses ganze Haus zusammenbrüllen und schlagen. Und hat auch nicht darüber nachgedacht, wie das denn vielleicht die Kinder empfunden hätten, wenn da ein Mann kommt mit einer Axt und seine Frau kriegen will. Ja? Und also das haben wir nun, ich habe das auch alles mitgebracht, weil ich nämlich die ersten Nummern von 1 bis 23 mehr, die hatte ich doppelt und die schenke ich jetzt der Bibliothek hier. Und dann können Sie das, ja, ich hatte sie doppelt. Aber das ist wirklich interessant, das nochmal nachzulesen, weil diese Kritiken sich so unglaublich überschlugen im Lob. Ja? Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist jetzt, also es waren vielleicht auch nicht alle, aber es gab ein paar Leute, die haben diese Nummer immer reingeschmuggelt in den Osten, aber ich habe nie eine Reaktion erhalten. Ja, ja das... Also die ersten
Frauenfilm habe ich nicht lesen können und das ist mir auch entgangen. Aber jetzt zu diesem Film, Paul und Paula, ich fand es nicht so befremdlich mit der Axt, weil in meiner Kindheit immer die Geschichte ging, dass, und ich, das war ja auch nicht so ein großer Abstand zeitlich, dass wir hatten Untermieter oder meine Eltern, ich war ganz klein und hatte einen Untermieter und der hat auch irgendwie die Tür mit der Axt eingeschlagen. Und da war mir das nicht so befremdlich. So, also da habe ich. Aber dass sie dann am Ende, also das fand ich auch sehr, diese Art von Selbstlosigkeit, die habe ich auch nicht verstanden. Wie sie dann unten, es ist auch noch so, die verschwindet dann in dem Tunnel da unten. Ja, und, ja das habe ich auch gedacht, nee, das. Das war ja, so eine Männerfantasie. Ja. Eine Frage aus dem Publikum. Genau. Ich habe eine Frage eben zu dem, was Sie sagen, dass also zu dem, dass jetzt habe ich direkt den Faden verloren. Also eigentlich wollte ich auf das Heute zu sprechen kommen und mein Gefühl, dass durch diese ganze MeToo-Debatte tatsächlich sich für Frauen, die Filme machen, auch was verändert hat. Ich wüsste gerne, ob Sie das auch so empfinden. Also ich denke, dass 68 es ja auch so einen Aufbruch gab und genau, mich würde interessieren, haben Sie auch das Gefühl, es gibt eine Veränderung? Gestern gab es diese Fernsehdebatte, also es verändert sich das Narrativ, wie Frauen auftreten, also diese Anhörung von Kavanaugh, wo die Frau Dr. Ford auch ausgesagt hat. Und trotzdem merkt man, dass die Welt patriarchaler und autoritärer ist als je zuvor. Wie sehen Sie das vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung? Wir alle haben sicher alles Mögliche erlebt und das kommt darauf an, wie man das verarbeitet. Also zum Beispiel ich habe das ein bisschen gesehen gestern und das fand ich etwas unangenehm, weil also nach 36 Jahren oder 40 Jahren ist das her, als da hätte sie vielleicht auch ein bisschen irgendwie klarer reden können. Also dass man dann noch anfängt zu heulen, da hat sie nicht so wahnsinnig viel erlebt, muss ich sagen. Also trotzdem wünsche ich, dass es alles wahr ist und dass der Trump deswegen nicht seinen Richter da durchsetzen kann. Aber so, also diese, was mich ein bisschen stört, ist dieses Betroffenheitsgetue, was oft mir zu viel erscheint. Es gab furchtbare Sachen, aber die furchtbarsten Sachen finde ich nach wie vor. Ich meine, ich habe ja immerhin einen Film über Vergewaltigungen gemacht. Und wenn man sich anguckt, was in Indien passiert ist und was im Kongo passiert ist, wo die Frauen dann auch noch mit Macheten niedergemetzelt werden, das ist alles ein bisschen was anders, als wenn man jemand ans Knie fasst. Ja? Und wir alle haben, also ich meine, durch diese ganze Sexualitätsdebatte in den 60er Jahren, da haben nicht nur die Männer rumexperimentiert, sondern die Frauen auch. Und da war man dann manchmal auch, also alle waren neugierig und mal ging es gut aus und mal auch vielleicht nicht so gut. Ja. Also gibt da viel dazu zu sagen, würde ich sagen. Ja, das ist auch, wie Fontane sagt, ein weites Feld. Ich habe das gestern nicht gesehen. Wir haben heute Morgen die Nachrichten davon gelesen. Aber ich hüte mich auch davor, da irgendwie eilfertig zu reagieren und manchmal erschreckt mich auch, wie Dinge einfach für so wichtig genommen werden und wie Helke auch schon sagte, was in der Welt, also nicht mal in der Geschichte, sondern jetzt überall passiert, also ob wir nicht lieber darüber nachdenken sollten und reden sollten und Filme machen sollten, was sind die Auslöser von Kriegen, um dass immer wieder Kriege geführt werden, die natürlich dann die nicht nur die Gewalt innerhalb des Krieges, sondern auch wieder, wen trifft es dann wieder? Also die Kinder und die Frauen und also das wissen wir ja alles, die kennen wir ja schon, die Folgen. Also ob man nicht lieber darüber, also oder darauf mehr das Augenmerk lenkt, als jetzt bestimmte Dinge auch
wirklich immer wieder so wichtig zu nehmen. Ja, vielleicht noch einen Satz dazu. Also ich meine zum Beispiel diese ganzen Clan-Frauen jetzt, also von den arabischen und türkischen Clans, die alle ihre Cousinen immer heiraten. Ich weiß nicht, wie da die Sexualität aussehen soll. Also die sind mit Sicherheit jetzt nicht besonders sexuell geschult, würde ich mal sagen, die Frauen. Und man weiß nicht, was da alles an Schrecknissen auch passiert. Also das kann auch in anderen Ehen passieren. Aber es gibt unglaublich viel Gewalt, das ist richtig. Deswegen finde ich auch die MeToo-Debatte im Prinzip richtig. Aber es wird oft auf so Kleinteiliges so abgehoben, was mir dann wiederum zu eng erscheint. Da ist eine Meldung aus dem Publikum und ja, ich gebe dann gleich weiter. Also einmal noch ein Kommentar, was super wichtig ist, ist einmal MeToo auseinanderzuhalten mit Time's Up, also die Frage nach persönlichen Geschichten, das sind die sogenannten MeToo-Geschichten und dann die Anerkennung, dass es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist, dass Machtmissbrauch stattfindet, gekoppelt mit Sexualität und dann ist es eigentlich viel interessanter, statt zu fragen, ist dieses Opfer glaubwürdig oder redet sie nicht eigentlich viel zu spät, dass man fragt, in welcher Konstellation ist das passiert? Wer hat das gedeckt? Und dieses Opfer, Mrs. Ford, kommt jetzt sozusagen nach vorne, wenn er ein wichtiger Richter werden soll. Also es ist auch immer wichtig zu fragen, wie bei der Skandal in der katholischen Kirche, welche Machtstrukturen decken Machtmissbrauch, der auch in sexualisierte Gewalt ausgeübt werden kann? Also deshalb, ich fände es ganz ungut, wenn wir jetzt abbiegen und über spezifische Fälle reden, sondern lieber wieder zurückgehen zu, wer hat das Geld, wer hat die Macht, welche Phänomene entstehen dadurch, wer wird da befördert, wer wird behindert, welche Tricks habe ich vielleicht persönlich entwickelt, um mich da durchzuschleusen und wo habe ich vielleicht gesagt, nein, politisch müssen wir jetzt handeln, wir müssen jetzt Strukturen ändern und eben nicht vom Einzelfall ausgehen. Vielleicht kann man da nochmal sich orientieren im Gespräch, reden wir jetzt über Einzelfälle lieber nicht, würde ich sagen, und gehen wir wieder zurück zu Strukturen und politischen Forderungen. Ja. Und ich denke auch, diese Argumentation, die gerade vorgebracht wurde, ist unglaublich gefährlich, weil man kann nicht ein Leid gegen ein anderes irgendwie in die Waagschale werfen und sagen, was jetzt in Kriegen und was weiß ich nicht wo passiert, ist schlimmer als das, was eine weiße privilegierte Frau erlebt. Ich finde, das ist eine Perspektive, die man wirklich unbedingt vermeiden sollte. Und man soll schon gar nicht bis dahin gehen, was die arabischen Clans machen und dann noch womöglich die in eine Art Rassismus verfallen, weil das lauert da alles. Und ich denke, wir sollten wirklich aufpassen, wie wir über sowas diskutieren. Ne? Denn was die Frau gestern zum Beispiel im Fernsehen beschrieben hat, ob man da weinen muss, ob man da nach 40 Jahren rauskommen muss, ob man das benutzt, um irgendwie Trump ans Schienbein zu treten, was weiß ich, finde ich, ist alles egal. Aber die reine Situation, die sie beschreibt, ist ekelerregend und außerordentlich unangenehm. Ob man davon jahrelang traumatisiert sein muss, kann ich auch nicht beurteilen. Aber es ist ganz ekelhaft. Ne? Und ich denke, man kann nicht sagen, das ist jetzt nur ekelhaft und was anderes ist schlimm, gewalttätig, brutal. Das sind alles keine Diskussionen, sondern genau wie die Vorrednerin sagte, wir müssen drauf gucken, was in welchen Strukturen und in welchen Kontexten sind Übergriffe möglich. Und Übergriffe sind nicht erst möglich, wenn irgendwo marodierende Soldaten durchziehen, sondern da gehört ein gesamter Kontext dazu und Übergriffe sind grundsätzlich ein Problem. Ne? Und was sich dann alles für Diskurse dran knüpfen, da gebe ich Ihnen recht, die sind zum Teil hochproblematisch. Aber das fand ich jetzt sehr schwierig, dass man da jetzt auch noch Kulturen gegeneinander abwiegt. Ne? Nee, das war nur ein Beispiel. Gibt es noch Wortmeldungen aus dem Publikum? Okay. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich gerne noch mal das Themenfeld wechseln. Wir haben gestern sehr viel über Sichtbarkeit diskutiert, von filmischem Erbe unter anderem. Und mich würde noch mal interessieren bei Ihnen beiden,
wer kümmert sich eigentlich um ihr filmisches Erbe? Wer stellt da Gelder zur Verfügung oder auch nicht? Machen sie das selber? Ich habe ihre Filme hier sichten wollen und ganz viel ist an dieser Filmuni, wo sie selber unterrichtet haben, auf Videokassette verfügbar und nicht auf einem digitalen Speichermedium, genau wie. Erzählen Sie mal. Ja, also wenn ich anfangen soll, da gibt es tatsächlich wieder Unterschiede zwischen DEFA und, also zwischen den alten DDR-Filmemachern und Filmemachern und den Westdeutschen, weil die DEFA kümmert sich um die Digitalisierung der Filme. Also ich hoffe bei allen, die Sie jetzt noch im Verband haben, das weiß ich nicht, musst du sagen. Und während wir müssen das alles selber bezahlen, beziehungsweise wir kommen auf so eine Liste, auf die FFA-Liste, die aber unglaublich viele Bedingungen verlangt, wobei was A-Festivals betrifft und so weiter und Preise und alles Mögliche, was besonders für Frauen ganz schwierig ist, weil Frauen haben immer die billigeren Filme gemacht und sind oft nicht an die also auf diese auf diese A-Festivals gekommen und so, sondern sind in anderen Sektionen geblieben, was die Filme nicht weniger interessant macht, was die aber oft nicht diese Kategorien erfüllen lässt. Da macht jetzt Pro Quote Film, die kümmern sich jetzt sehr darüber und versuchen, dass diese Ungerechtigkeiten jetzt aufgehoben werden. Also ich habe zum Beispiel noch keinen einzigen Film von mir digitalisieren können. Und da die Kinos ja alle überhaupt keine Filme mehr zeigen, bis auf so versprengte Art-Kinos, also die auch noch 35mm Filme zeigen können und die auch keine normalen DVDs mehr zeigen oder Betas, sondern die müssen jetzt alle auf diese neue Norm digitalisiert sein und das kostet zum Teil pro Film 60, 70, 80.000 Euro. Und wenn man auf die FFA-Liste kommt und dann irgendwann dran ist, da gibt es also schon viel Geld, aber da stehen eben auch Tausende von Filmemachern dahinter mit ihren ganzen Werken. Und dann muss man immer noch 20% der Gesamtsumme, die so ein Film zu digitalisieren kostet, sind Eigenmittel. Und woher soll man plötzlich, weiß ich, 20.000 Mark hernehmen für einen Film, ja? So ungefähr, das ist ein ganz großes Kapitel mit der, die zu erhalten, die Filme. Und viele Filme gibt es auch schon nicht mehr, also die müssen einem nicht gefallen, aber zum Beispiel so ein Film wie Helga, eine von uns, das war so ein Aufklärungsfilm. Ich glaube, das wäre interessant, sowas mal heute zu sehen, damit man mal angucken kann, was da eigentlich mal, was man mal aufklären musste noch in den 60er und 70er Jahren. Solche Filme verschwinden einfach, die kann man nicht mehr zeigen, die gehen dann kaputt, die kriegen Schimmel oder irgendwas und niemand will sie mehr haben und manchmal sind sie noch im Bundesarchiv als Kopien, aber sie sind nicht mehr vorführbar. Ja. Ja, das ist schon ein Unterschied, also ob man jetzt alleine diesen Film hergestellt hat, also auch in eigener Produktion noch, nun mit wenig Geld, oder ob man so einen großen Produzenten hat, also wie die DEFA, also nach und nach wird da auch digitalisiert, Frauen wie Männer gleichermaßen, aber das ist jetzt nicht was Besonderes, weil so viele Frauen, die Regie geführt haben, gab es ja nicht bei der DEFA. Also ist da auch nicht so viel aufzuarbeiten. Der Winter AD, der steht aber, und das ist leider, die Kommunikation ist nicht gerade so, dass man weiß, was mit dem Film passiert. Also die Bundeszentrale für politische Bildung hat jetzt Winter AD auf ihrer Seite. Also es wurden jetzt mehrere DEFA-Filme nochmal aufgekauft, also die Lizenzen dafür, und man kann das frei herunterladen. Also Winter AD bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Film von Thomas Heise, Dieter Schumann, Flüstern und Schreien. Also
die kaufen Lizenzen auf, aber das erfährt man auch. Ich habe auch versucht, DVDs zu kaufen, die gab es ja mal von iStorm. Und dann wunderte ich mich, dass es aus den Regalen war. Ich rief da an bei iStorm und dann sagen die einen aber nicht, dass sie die Lizenz veräußert haben. So, das wird einem nicht mitgeteilt. Ich kopiere das wie ein Weltmeister zu Hause, verschicke, weil Leute mich anfragen oder anrufen und verschicke das wie eine Blöde und dann, ja. Gut, und Engelchen zum Beispiel, ja. Alles, was dann nachentstanden ist, das wird halt dann auch, dann kann man nur hoffen, dass es, also mir gehören ja auch nicht die Rechte, ne? Also bis auf jetzt, sagen wir, Dokumentarfilme, die bei Thomas Wilkening entstanden sind, da habe ich die Rechte, die Spielfilme, also eine, deshalb guckte ich jetzt, es war jetzt nicht Unhöflichkeit, dass ich mich für mein Büro interessiere, sondern nur, ich suchte nach einem Datum, Engelchen wurde digitalisiert, der Spielfilm, und hat Ende Oktober oder im November Wiederaufführung im Arsenal, dann wird das irgendwie gefeiert, da war ich jetzt bei der Farbkorrektur oder beim Color Grading, ja. Und die anderen kleinen Filme nach und nach. Eigentlich wollte die DEFA-Stiftung zusammen mit der DEFA Library in Amherst wollten eigentlich schon im letzten Jahr eine Edition herausgeben, aber ja, war das Geld wahrscheinlich nicht da. Weil es wäre ganz schön, so auch so um bestimmte Verbindungen auch ziehen zu können von den ganz kurzen Filmen. Also wie auch bestimmte Sachen dann immer wieder auftauchen. Und wäre das ganz schön, wenn man das so zusammen auch sichten könnte. Nicht, weil man jetzt will, dass nur alle diese Filme, sondern weil man dann auch Schlüsse schon ziehen kann. Ja. Einfach lauter sprechen. Ja. Sonst nimm doch hier eins. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie Ihr filmisches Schaffen jetzt aussieht, was Sie jetzt gerade machen, die letzten Jahre gemacht haben. Also ich habe ja kaum etwas machen können neben der Schule. Ich konnte das leider nicht, es war mir nicht gegeben, parallel zu fahren. Und versuche seit 2 Jahren einen Dokumentarfilm über eine türkische Künstlerin von 82 Jahren zu finanzieren, bin aber über die Anschubfinanzierung des BKM nicht hinausgekommen. Vor allen Dingen sind ja diese ganzen Fürstentümer in der Filmförderung, die dann immer sagen, kein Lokaleffekt geht nicht, weder Sachsen noch, was weiß ich, Nordrhein-Westfalen noch sonst was. Also es hat für sie keinen Gewinn, es kommt kein Geld zu ihnen zurück und es ist zwar alles ganz schön, aber wir haben nichts davon, sagen sie dann. Und also an Rückfluss. Das Fernsehen hat kaum noch Formate, Künstlerinnenporträts, obwohl es geht nicht nur um eine Künstlerin, sondern es geht auch wirklich um die Stellung der Frau in der türkischen Gesellschaft, weil das ist eine sehr fortschrittliche Frau. Und wie wir ja alle wissen, sind die Zeiten nicht gerade dem Fortschritt zugeneigt. Oder ja. Und ja, dann mache ich da schon über Jahre, sammle ich Material über Helga Paris, die nächstes Jahr so den Stiftungen zusagen in der Akademie der Künste am Pariser Platz eine große Ausstellung haben wird. Will jetzt arbeiten, ich habe sehr viel Restmaterial, Restfrauen, sage ich das. So ist es wirklich. Alles, die nicht in Filmen unterkamen. Da habe ich gedacht, also sind auch auf verschiedenen Formaten gedreht, also 35 mm, 16 mm, High 8, also alles Mögliche. Und das muss natürlich jetzt erstmal gesichtet werden und dann ein Konzept und
das würde ich gerne aufarbeiten und daraus ein Film machen. Also da auch darüber reflektieren, warum das liegen geblieben ist, was das, warum ich sie ins Heute hole. Schreibe ich an der Familiengeschichte, da weiß aber noch nicht, wo das hingeht. So ein deutsches Jahrhundert auch. Ja, das reicht erstmal. Dann gibt es noch ein Spielfilmprojekt, das heißt S. Also wenn ich 2, 3 von den Sachen schaffe in diesem Leben, dann geht es mir gut. Ja, mal sehen. Ja, ich habe auch ewig lange keine Förderung mehr bekommen und habe mich mehr aufs Schreiben verlegt. Draußen sind ein paar Bücher, die ich jetzt veröffentlicht habe in der letzten Zeit. Ja. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Mit einigen der wunderbaren Absolventinnen dieser Schule möchte ich gerne gemeinsam einen Film machen. Und ja, in die Geschichte gehen und in die Zukunft. Und zum Begriff Heimat, so zum Begriff, ja, mit Ihnen gemeinsam über etwas nachdenken und ja, und alle werden erzählen, was für Sie Heimat ist, ja. Hm? Das. Schönes Projekt. Hm. Ich sehe keine erhobenen Hände, dann würde ich gern an dieser Stelle mich nochmal ganz herzlich bedanken für die Beiträge aus dem Publikum und vor allem für Ihr Kommen und Rede und Antwort stehen bei dieser Diskussion. Ganz herzlichen Dank. Ja, auch noch von mir, Johanne, herzlichen Dank für die Moderation und Frau Sander, Frau Missewitz, das ist ja für uns was ganz Besonderes, dass Sie uns beide hier beehrt haben und zusammen Auskunft gegeben haben. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.